Ich stand über Nacht im Rampenlicht. Ich bin stellvertretender Schwerbehindertenvertreter. Ich bin 2018 zur Agentur für Arbeit gekommen und zufälligerweise war auch dann die Wahlen und habe mir gedacht, das ist was für mich und ich will da eigentlich auch helfen. Wir sind natürlich ein Team von 5 Personen. Bei Vorstellungsgesprächen ist immer einer dabei und fragt ganz am Ende so, wie kann man ihnen helfen? Und damals musste ich halt beantworten und habe gesagt, mir reicht eigentlich erstmal so 2 große Bildschirme und dann schauen wir mal weiter. Und es ging eigentlich alles sehr schnell, wenn ich irgendwas gebraucht habe. Ich bin eigentlich gelernter Bauzeichner bei der Stadt. Da hatte ich eigentlich immer mit Gesetzen zu tun, weil es ja immer nach bestimmten Vorgaben gemacht werden muss alles. Und wo ich auch hier angefangen habe, nachdem ich ein paar Wochen auch dran war und mir Schulung bekommen habe. Und es ging eigentlich sehr, sehr, sehr schnell, sich das so einzueignen. Wie ich dazu gekommen bin, bei der BR anzufangen, war so, mein Berufsberater hat mir gesagt, man kann sich doch auch hier bewerben und ich solle mich doch mal da schlauer machen und im Karriereportal mal reinschauen. Da hat man wirklich die Stelle gesucht, spezifisch für Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld. Da war auch die Zeit mit der Familienplanung und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es mal Zeit, eine Sicherheit für sich zu sorgen. Und dann kam halt die Agentur für Arbeit. Wenn man einen Vergleich setzt, letztes Jahr waren es um die 145.000 und jetzt 7,4 Millionen Anträge, die jetzt eingegangen sind. Da ist schon eine Menge Arbeit da. Mein Name ist Ertrud. Ich bin Fachassistent im Bereich Kurzarbeitergeld und Insolvenzgeld. Ich bin stolz, weil wir auch eine bestimmte Leistung auch erbringen momentan. Jedem auch so schnell wie möglich das Geld eigentlich zukommen zu lassen und dass man nicht wartet in so schwierigen Zeiten.